Mit Sorge blicken wir Anfang dieser Woche in einige Bundesländer. Das Wetter, das schlägt Kapriolen und es droht sogar ein Hochwasser. Wie stellt sich denn die Situation aktuell dar? Ja, in Salzburg sind wir in der glücklichen Lage, dass uns diese hohen Niederschlagsmengen, die von Süden an den Alpenhauptkamm herangetragen werden, nur zum Teil treffen. Wir haben in der Nacht auf Sonntag und während des Sonntags natürlich deutlich erhöhte Wasserführungen in Bereichen gesehen, wo diese Niederschlagsmengen dann übergeschwappt sind auf die Einzugsgebiete vorwiegend der Salzburger Tauerntäler. Also wir haben das gesehen im Gasteinertal, Großallertal, Raurisser, Ache, auch im Oberpinzgau haben wir im Bereich Mittersill erhöhte Wasserführungen gesehen, aber insgesamt war das bis auf lokale Problemfelder eigentlich eher unkritisch und waren die Flussläufe in der Lage, diese Wassermassen, da waren wir in der Größenordnung vielleicht von einem jährlichen, vielleicht zweijährlichen Ereignis schadlos abzuführen. Und insgesamt würde ich sagen, sind wir hier in Salzburg mit einem blauen Auge davon gekommen. Sie sagen davon gekommen, der Regen, der geht ja weiter, vor allen Dingen auch in Kärnten gibt es aktuell wieder Wetterwarnungen, was die Niederschlagssummen betrifft. Kann sich das denn weiterhin auch auf eben das Bundesland Salzburg ausüben und vor allen Dingen natürlich auch auf die auf die Pegelstände? Es ist so, dass von den Kollegen der Zentralanstalt auch weiterhin Niederschlagsmengen in beachtlicher Größenordnung, so um die 80 Millimeter, auch für einzelne Regionen von Salzburg vorhergesagt sind. Insgesamt zeigen aber die Abflussprognosen, die uns aktuell vorliegen, hier drei Hotspots, wo wir mit erhöhten Wasserführungen zum Rechnen haben. Das ist einerseits im Lungau, wo die Prognosen eigentlich ein bisschen noch unten revidiert worden sind. Hier werden wir Wasserführungen sehen in einer Größenordnung von einem 5- bis 10-jährlichen Hochwasserereignis. Anmerken muss ich hier aber, dass das natürlich sehr kurzfristig auch ändern kann. Das ist ja das Bild, das wir jetzt haben. Wenn sich die Niederschlagssituation ändert, dann kann es hier doch sehr merkliche Verschiebungen geben. Und das Gleiche trifft dann auch zu für den Oberpinzgau, wo wir im Bereich Mittersill wieder Wasserführungen zwischen der Melde- und der Warngrenze zum Teil auch darüber sehen werden. Aber auch hier ist mit keiner Gefährdungssituation zu rechnen. Und dasselbe gilt dann auch für die Bereiche, die bisher als Problemstellen sich herauskristallisiert haben, also die Tauerntäler, wo wir vom Süden her Niederschlag kriegen, Gasteinertal, Raurisertal. Auch hier werden wir bis Mitternacht wieder merkliche Pegelanstiege sehen. Allerdings bleiben die dann in einer Größenordnung, wie wir es im Laufe des Sonntags den ganzen Tag über gesehen haben. Wenn dann auch alles so abläuft wie in den derzeitigen Prognosen, das skizziert wird, der Abfluss ist ja immer abhängig vom Niederschlag. Das heißt, je besser die Situation des Niederschlags dann zutreffen wird, wo wir die Prognosen herinnen haben, umso besser sind dann auch unsere Abflussprognosen. Aus derzeitiger Sicht sind keine wirklich gefährdeten Bereiche zu erkennen. Vielleicht noch einmal kurz zur Definition gefährdete Bereiche. Wir haben ja gesehen, seit Sonntag regnet es und es gibt auch schon einige Überschwemmungen beziehungsweise natürlich auch Flussläufe, die über die Ufer treten. Was ist für Sie denn genau ein Gefährdungsbereich? Ab wann sprechen Sie sozusagen von einem wirklich bedrohlichen Situation? Ja, ich sage, diese Aussagen, die ich vorhin gemacht habe, das betrifft natürlich nur die großen Gewässer im Bundesland Salzburg, weil kleinere Gewässer, da kann es immer sein, dass es zu kleinen regionalen Problemen kommt, die ich von der Hochwasserprognose her nicht in dieser feingranularen Auflösung vorhersagen kann. Für die großen Gewässer heißt das, dass die Wasserabfuhr im Flussschlauch, im Gewässerbett möglich ist. Das wäre eine gefährdungsfreie Situation. Das heißt, die Wasserführungen, die wir hier im Bundesland Salzburg erwarten, an den genannten Gewässern, der Salzach, der Mur und den Tauerntälern, werden alle in einer Größenordnung liegen, dass sie im Gewässerbett schadlos abgeführt werden können.